Hallo und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Wind Waker HD Part 32. Und ich bin gerade am überlegen, was ich ausrüsten möchte. Ich weiß ja auch gar nicht, ob das jetzt schon der Endgegner ist, der da kommt. Ich habe jetzt auch vergessen, auf die Karte zu gucken. Das hätte es einfacher gemacht. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste drin. Ich dachte, ich kann den abschießen. Wie kann ich den kaputt machen? Okay. Ah. Achso, das geht noch nicht. Okay. Dafür brauche ich erst dieses Silberdings. Also dieses Silberdings. Was rede ich da schon wieder? Das Spiegelteil. Es gibt nämlich so ein, für unser Schild irgend so eine Möglichkeit, damit wir spiegeln können. Ist in irgendeiner Höhle drin, die wir jetzt mit Sicherheit auch angucken können. Yay, wir haben den großen Schlüssel gefunden. Er ermöglicht dir, das Versteck des Wächters zu betreten. Und was ist, wenn ich das nicht will? Wow, alter Verwalter. Toll. Ja, natürlich. Jetzt kann das auf einmal doch. Hä? So funktioniert das Ganze. Das ist wieder eins, das rundherum dingsen kann. Natürlich ist die Fee jetzt verloren gegangen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich die Fee noch anlegen muss oder nicht. Das ist eine gute Frage. Jetzt speichern wir einfach mal kurz.
weiß halt auch nicht, was wir für Sachen brauchen. Für den Gegner, ich weiß nicht mal mehr, wer das war. Wir werden es feststellen. Ich hasse den übrigens. Du hast dich als würdig erwiesen, bis hierhin vorzudringen, Auserwählter. Stelle dich deiner letzten Prüfung. Die Hand. Es ist eine Hand. Es ist noch eine Hand. Und ein Körper. Oh mein Gott, das ist ein Kopf. Wieso hat er den jetzt nicht anvisiert? Verwechsel die Dinger immer. Die Frage ist, ich habe nur noch 5 Dinger. Der Weg hat sich soeben aufgetan. Auserwählter.
Was dich von nun an erwartet, ist das Schicksal, das du selbst gewählt hast. Schreite aufrechten Hauptes voran. Kriege ich kein Herzteil? Oder kein Herzcontainer? Dachte ich mir doch. Also nur ganz kurz, der schießt immer wieder die Pfeile aus der Nase raus. Ihr habt ja gesehen, wie es funktioniert. Ist wirklich nicht schwer. Einfach immer nur ausweichen, die Hände angreifen, bis dass die Augen von ihm angezeigt werden. Und wenn die Augen abgeschossen wurden, zweimal, glaube ich, jeweils pro Auge, öffnet sich sein Mund. Und dann muss man einfach eine Bombe reinwerfen. Einfach anvisieren, das ist immer das Wichtigste. Manchmal funktioniert es nicht, aber ich habe es jetzt auch geschafft und es ist echt nicht schwer gewesen. Also, es funktioniert. Und ich muss wieder mal sagen, ich finde es leichter als bei der GameCube. Ich weiß aber halt auch nicht, ob das wirklich einfach nur daran liegt, weil ich da noch nicht wusste, wie ich wen besiegen muss. Und das weiß ich jetzt irgendwie doch schon noch. Naja, ich weiß es nicht. Wir werden es feststellen. Sind wir hier? Was machen wir jetzt? Das habe ich jetzt nicht so ganz im Blick, was man jetzt hier machen muss. Ach so, ja, okay. Einfach mal nach oben gucken, dann weiß man's. Jetzt klingelt's gleich. Hä? Ups. Ich will da noch nicht rein. Nein. Gut gemacht, Jazz. Es hat den Anschein, als hätten die Götter dich als Helden anerkannt. Aber glaube nicht, dass deine Prüfungen damit beendet wären. Sobald du durch das Licht trittst, das du vor dir siehst, und einen Fuß in die Welt dahinter setzt, beginnt erst deine wahre Prüfung. Bist du bereit, Jazz? Nein. Hallo? Nein! Stopp! Stopp! Hallo? Die hören nicht auf mich. Wir gehen unter. Oh mein Gott, wir gehen unter. Wir gehen unter! Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Like, kommentiert, abonniert. Bis zum nächsten Part und tschüss.